Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es euch gewünscht, ich bringe mal wieder Minecraft. Also natürlich, wenn ihr auch andere Ideen zu irgendwelchen anderen Games, die ich mal wieder spielen soll oder mir kaufen soll, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. So, wir haben ja erstmal ziemlich Glück gehabt, weil direkt in der Nähe vom Spawn ist tatsächlich ein Netherportal, wie ihr sehen könnt. Wir laufen da mal ganz schnell hin. Vielleicht können wir hier auch in der Nähe bleiben. Mal schauen. Hier ist auch eine Cave drunter. Sieht gar nicht so schlimm aus. Das Portal ist auf jeden Fall nicht nutzbar. Wir suchen erstmal noch eine Chest. Habt ihr voll übersehen. Mending, Protection 2. So. Jupp, das passt. So, sieht ganz okay aus. Wir fangen mal erstmal an. Wenn wir einen Baum abbauen. Wir fangen an mit Planks, einem Crafting Table und ein paar Sticks. So, dann brauchen wir jetzt erstmal eine Spitzhacke. Vielleicht finden wir jetzt noch ganz schnell in der Nähe ein bisschen Iron. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich doch den Goldblock da oben liegen lassen. Wenn man den nicht mit Stein abbauen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich schon einigermaßen aus, aber sowas weiß ich jetzt auch nicht. Das sieht danach nicht aus. Ja, wir haben keinen Goldblock bekommen. Wir fangen jetzt erstmal an, ein bisschen zu traveln. Würden wir ganz gerne ein Dorf finden. Ganz gerne ein Dorf finden. Oh wow, super lucky. So, wir reisen auf Lag, Hilfe. Irgendwas hat mein PC, keine Ahnung. Wir reisen jetzt erstmal hier weiter und probieren uns, wie schon gesagt, ein Portal oder ein neues Dorf zu finden, wo wir dann endlich Eisen herbekommen. Weil so zu meinen hasse ich Eisen. Weil Eisen zu finden dauert schon eine Zeit. Strip Mine lohnt sich nicht mehr seit den Big Caves. Ich bin halt absolut nicht vorbereitet. Wird jetzt erstmal ein Struggle, hier durch die Overworld zu rennen. Weil ich habe ja, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, kein Bett. Ja, und das heißt Mobs spawnen. Grüße auf jeden Fall gehen auch raus an Luis, der mir diesen netten Kommentar geschrieben hat und sich halt Minecraft gewünscht hat. Ja. Grüße gehen raus. Oh mein Gott, wie lucky sind wir denn? Hier sind Schafe. Ja, direkt neben dem Creeper. Der Parkour-Profi. Habe ich den Crafting Table vergessen? Ja, ich bin blöd. Auf den Baum rauf, in die Mitte rein. Vielleicht können wir nicht pennen. Doch, wir können pennen. Glück gehabt. Abfahrt rein ins Bett. Guten Morgen. Liebe Sorgen. Um erstmal einen besseren Überblick zu haben, gehe ich wahrscheinlich auf den Berg hier hoch. Na, GG's. Boah, ein Dorf, yay. Creeper Welt. Merkt euch mal das. Merke ich mir. Hier in die Richtung zu dem. Zwischen den großen beiden Bergen sind Höhlen. Oh mein Gott, hier Höhle. Sehr schön. Hier können wir dann noch Iron finden. Wenn wir Glück haben. Da. Aber gehen wir erstmal im Stoff. Setzen unseren Respawn Point. Und hoffen wir, dass wir gut auch schön wieder rauskommen. Oh. Nächstes Rune Portal. Jupp, sehr schön. Da ist mein Golem. Mr. Golemo. Wir brauchen eine offene Fläche. Golems sind so arme Wesen.
die eigentlich einfach nur ausgeschlachtet werden. Irgendwelche Farmen. Iron Golem, Eisenfarm, Schneegolem. Ich glaube auch für irgendwelche Farmen, bin ich mir nicht ganz sicher. Oh, er hat mir eine Poppy gedroppt, wie süß. So. Eimer. Schild, aber ganz schnell. Safety first. Schild rein. Oh, wir sind nicht im Badline drin. Ich bin so dumm. Wir gehen erst kurz zum Portal. Um zu schauen, wie es da aussieht. Und dann gehen wir zurück in die Cave. La, oh mein Gott. Netherin, Netherin. Ich mich jetzt vergossen habe. Nun, Glück gehabt. Oder? Ja, pass. Rest kippen wir natürlich zu. Safety first. Und das hier alles runter. So, dann müssen wir jetzt schnell hoch die Chest da oben looten. Und nachdem wir hier das gelootet haben, werden wir dann kurz wahrscheinlich den Nether auschecken, wie Style. Sieht. Schwache Chest. Sehr schwach. Haben wir noch eine zweite. Oh. Ein Goldblock. Sehr wichtig. Piglin. Schauen wir uns erstmal kurz den Nether an. Okay. Es sieht verdammt schlecht aus. Wir gehen trotzdem mal kurz in die... Wir gehen jetzt in die Overworld zurück. Und in die Richtung der beiden großen Hügel da vorne, um in die Caves zu gehen, um uns endlich gutes Iron Equipment zu holen. So, wir laufen jetzt hier in den Bereich zum Berg hin und schauen unten in den Mines, wie es dort aussieht. Oh, ist ja auch so eine Schlucht, aber es scheint tatsächlich hier nur nutzlose Kohle. So, hier sind wir jetzt an der guten Schlucht, würde ich sagen. So, und jetzt MLG. Oh mein Gott! Ui, das sieht ja saftig aus. Full Iron Easy drin. Da ist noch. Ja, das ist Full Iron. Wie gesagt, wir sind eigentlich einfach nur auf der Suche nach Diamonds. So. Die ersten Diamonds sind hier schon mal da. Wir haben unser Achievement bekommen. Und damit würde ich sagen, beenden wir
hier auch die erste Folge. Das war's mit dem Video. Außer wir finden jetzt gerade nochmal ein paar Diamonds. Nee, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao, ciao.